Ja, ihr Lieben, das Leben leben oder anderen beim Leben zuschauen. Guten Morgen. Das ist so eine Sache. Ich habe auch anderen so lang beim Leben zugeschaut. Und ich kriege auch immer wieder Anschriften. Und es freut mich riesig von Frauen, die mich über meine Dr. Joe Dispenza Reise kennengelernt haben. Und was kann ich dazu sagen? Ich möchte eigentlich dazu sagen, dass Dr. Joe Dispenza für mich ein wichtiger Einstieg war, um mir meinen Glauben dran zu bringen, dass es eine höhere Kraft gibt, die die Dinge regelt. Aber diese höhere Kraft ist nun mal, die bin ich. Diese höhere Kraft ist kein Gott außerhalb von mir, sondern diese höhere Kraft, die wirkt durch mich, sie wird durch mich gelenkt. Die Energie, die diese höhere Kraft, ob sie positiv oder negativ ist, die Schöpferenergie, das entscheide alles ich. Ja, guten Morgen, liebe Ute. Das entscheide alles ich und das macht mich so, so kraftvoll. Und dass diese Kraft in eine Richtung geht, die ich mir wünsche, dazu muss ich natürlich erst die Kraft aus der Richtung abziehen, aus der ich die Sachen nicht mehr haben möchte. Und deswegen muss ich aufhören, die Frau zu sein, die ich dachte, die ich früher war. Ich muss aufhören, die Gedanken zu haben, zu glauben, dass die Dinge so sind, wie ich früher dachte, dass sie sind. Ich muss aufhören, mich von meinem alten Außen, das ich durch mein altes Human Design ich kreiert habe, irritieren zu lassen und immer mehr und mehr in mein Divine Design, in meine Göttlichkeit, in meine göttliche Wahrhaftigkeit eintreten. Und es ist so eine bodenständige Arbeit, das zu tun. Das ist kein Hokuspokus, das ist kein Spiritus, sondern das ist wirklich eine Arbeit, die auf dem Papier vielfach gemacht wird. Es ist eine Arbeit, die mich dazu bringt, tatsächlich zu schauen, was ist in mir aktiv, welche Glaubenssätze, welche Überzeugungen, Rückschlüsse. Ja, das heißt, ich habe auch Jahre verbraucht, irgendwie Sachen, Glaubenssätze zu suchen oder meine Schwingung zu ändern. Hallo, Beatrice, guten Morgen. Meine Schwingung zu verändern. Aber es ist einfach so basic und simple. Glaubenssätze, das sind Überzeugungen, das ist das, was ich für wahr halte. Das ist, halte ich jetzt für wahr? Ich drehe mal hier um. Was halte ich für wahr? Was ist daran wahr jetzt hier an meiner Aussicht, ja? Was bedeutet diese Aussicht für mich? Welche Rückschlüsse ziehe ich? Wo bin ich hier? Wie fühle ich mich hier? Was glaube ich über mich? Wer bin ich? In was für einem Körper? In was für einer Haut stecke ich? Danke, Beatrice, du bist auch wundervoll. Aber eins kann ich dir sagen, Dubai zum Leben, nein, nein, nein. Kann es nicht mit meinem wunderschönen Engadin aufnehmen. Dubai zum Herkommen, zum Feiern, zum Inspirationen bekommen, zum Out of the Box, Limitless Denken. Jederzeit, gerne immer wieder, ganz, ganz oft. Aber mein schöner Lebensmittelpunkt in meinen Schweizer Bergen mit dem blauen, krassen Himmel, das ist schon so mein Ding. Auf jeden Fall, diese Rückschlüsse, die ich ziehe, die ich für mich ziehe, wer ich bin, wer jeder draußen da ist. Ich habe das in den letzten Monaten in der Foundation Mastermind und dann in der Guten Morgen Gabi und dann in der Bigger Game, wo die Gabi ja auch dabei war, so festgelegt, wir müssen wirklich alles, sagt man ja immer, Chaos oder Zerstörung muss zuerst kommen, bevor das Neue kommen kann. Aber das ist nichts Böses. Zerstörung ist nichts Böses. Zerstörung ist einfach nur loslassen, zurücklassen,
Wissen, dass ich diejenige bin, die immer entscheidet, was sie glaubt, was sie mitnimmt über sich, über die Welt, über alles. Das ist nichts Schlechtes, das ist Neuentstehen, das ist Wiedergeburt. Ja, wir haben da immer so Vorstellungen drüber, dass unsere ganze Treue und unsere wie heißt das Wort? Ja, Integrität tatsächlich mal neu zu definieren. Es ist nicht notwendig, dass ich integer und treu bin zu meinen alten Kreationen, die ich unbewusst gemacht habe und die ich aber so nicht mehr in die Zukunft tragen will. Da muss ich nicht integer sein. Und ich habe das auch schon ein paar Mal bei mir selber mitgekriegt und bei anderen. Plötzlich kommt da so eine Trauer auf. Trotzdem kommt da so ein Gefühl auf von, es hat mich ja so lange begleitet und jetzt ist es plötzlich weg. Ich bin traurig. Das ist immer wieder bei den Frauen und es ist so schön, dann das auch mitzuerleben und diesen Trauerprozess tatsächlich zu erlauben und zu sagen, ja, das hat dich lang begleitet, das war lang Teil deines Lebens, aber du hast jetzt gewählt, dass es so nicht mehr ist in deinem Leben, sondern dass es anders ist. Und dieses Gefühl der Trauer ist immer ein Gefühl des Neuanfangs, aber das müssen wir auch bewusst uns klar machen, sonst haben wir halt die Interpretation von unserer Gesellschaft, Trauer ist Verlust. Dabei ist Trauer Gewinn. Trauer ist Neuanfang, immer. Und Trauer ist überhaupt nichts Schlechtes, ja. Das ist einfach in unserer Gesellschaft so. Und wenn wir das Gefühl von Trauer oder von Verlust spüren, dann interpretieren wir das gerade immer negativ. Und jeder Neuanfang ist eigentlich zu feiern. Und auch wenn ich hier aus Dubai weggehe, ja, ich hatte so eine tolle Zeit, ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Und dann gehe ich nach Hause, dann fliegen wir für ein Wochenende nach Barcelona, dann komme ich wieder nach Hause, dann gehe ich nach Tarifa, dann gehe ich nach Sardinien. Leute, das ist Leben, Leben. Und ich, dazu muss man nicht reich sein, sondern man muss sich erlauben. Es ist nur die Erlaubnis. Und dann werden sich die Möglichkeiten ermöglichen. Das ist einerseits das Finanzielle. Und ich sage euch eins, ich habe hier ein paar Leute getroffen, die lachen über Finanzen. Die haben Hunderttausende pro Monat. Und erstens mal siehst du es denen überhaupt nicht an. Du siehst es nicht, überhaupt nicht. Das ist für mich wahre Reichtum. Aber viele, wenn du sie dann fragst, was machst du denn mit deinem ganzen Geld? Jetzt kannst du reisen, jetzt kannst du könntest eigentlich alles machen. Und wisst ihr, die allerwenigsten haben eine Mission danach, eine richtige Mission. Und da bin ich wahnsinnig froh drüber, dass ich meine Mission gefunden habe. Und wir sind, ich glaube, dass ich weiß, dass wir sind im tiefsten unseres Herzens, haben wir alle die Mission, die Welt zu heilen. Und wir wissen aber nicht wie. Und die Welt heilt sich für uns, indem wir anfangen, uns selber zu heilen. Und heilen heißt transformieren. Heilen heißt, ins Ganze zu gehen. Wholeness, ja. I'm whole, it's whole, it's ganz, it's complete. Es ist gut so, wie es ist. Es ist perfekt. Da gibt's, da fehlt nichts, ja. Wenn etwas heil ist, fehlt nichts. Und wir wollen alle ein Leben leben, an dem, wo es nichts fehlt und wo Fülle ist. Das wollen wir alle. Aber wir sind trotzdem so sehr drauf gepolt, immer wieder zu schauen, wo ist der Mangel, wo muss ich auffüllen? Wo ist der Mangel, wo muss ich auffüllen? Aber letztendlich kreiere ich mir diesen Mangel selber nur allein durch dieses Denken. Wenn ich aber weiß, wenn ich davon ausgehe, es gibt keinen Mangel,
Der Mangel ist von mir selbst kreiert durch meinen Fokus, durch meine Aufmerksamkeit, durch mein Denken. Dann ist das etwas anderes. Und damit ich das machen kann, brauche ich so eine riesen Reihe von Erlaubnisgebern. Wer bin ich? Wie wirke ich? Wie wirkt meine Energie? Wo steht meine Energie? Was bedeutet es, was ich gerade im Außen sehe? Was sind andere Menschen für mich? Ich brauche eine komplett neue Definition des Lebenskonzeptes und natürlich als Teil des Lebenskonzeptes gibt es hier mein Selbstkonzept, wer bin ich selbst? Und dann brauche ich ein Konzept, wer sind die anderen? Ich mache aber diese Konzepte, ich. Und wenn ich sie nicht aktiv mache, dann übernehme ich Konzepte, die die meisten übernommen haben. Und das sind diese Prägungen. Aber dass ich wirklich anfange, ein eigenes Lebenskonzept zu bauen, ein eigenes Selbstkonzept, ein Konzept, wer die anderen sind, wie sie mich sehen, ein Konzept, wie mein Business ist und wie mein wahnsinnig inniger Wunsch, dass alles heil und ganz und komplett und perfekt ist, durch mich entstehen kann. Und bevor ich das nicht gemacht habe, werde ich nicht ruhen, weil dann werde ich immer diesen Mangel spüren. Und das ist so wichtig, Leute, dass ihr diese Arbeit macht. Und die Leute, die jetzt in einem Mastermind waren, die sind echt fleißig und die hören nicht auf, fleißig zu sein. Die drehen alles auf den Kopf, was ihnen im Weg steht. Sie wissen, wie sie das machen. Sie wissen, dass es notwendig ist. Und sie sagen nicht, ja, mache ich wann anders, sondern das ist Lifestyle. Mein Lifestyle ist, alles ganz und perfekt und in Harmonie und in Liebe zu sehen, weil ich bin dieser liebende Gott. Und diese Erlaubnis, diese Person zu sein und zu verkörpern, die muss ich mir geben. Und dann im nächsten Schritt darf ich mir die Erlaubnis geben, dass meine Angelegenheit mein Business ist. Weil es interessiert mich nichts anderes auf der Welt. Mein Business, meine Angelegenheit, das will ich in die Welt tragen. Das will ich. Und tausend Sachen halten mich davon ab. Und tausend Sachen sagen mir, ich darf das nicht. Und tausend Sachen sagen mir, du bist noch nicht gut genug. Tausend Sachen mir sagen mir nein. Und ich kann dir nur sagen, deine innere Stimme, die genau das eigentlich haben will, das ist diese Stimme, dass wenn du nicht drauf hörst und deinen individuellen Weg findest, dich hier als Heilerin zu verkörpern, dann wirst du weiter leiden. Dann wirst du krank, dann wirst du übergewichtig, dann wirst du einsam, dann wirst du dich immer irgendwo falsch und ungenügend fühlen. Und das ist nicht notwendig. Für niemanden. Und es tut so, so weh, das über Jahre hinweg zu machen, heilen zu wollen und nicht zu können. Darunter habe ich so sehr gelitten und ich habe mich so falsch gemacht. Ich war ja so falsch, weil ich will ja heilen und ich meine nicht wuwu wischiwaschi heilen unter irgendwelchen Bedingungen, sondern heilen heißt heil sehen. Und da merkt ihr auch schon wieder ein verkehrtes Ding in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Hell sehen. Die Zukunft sehen, zu sehen, wie jemand irgendwie in Zukunft was da passiert. Aber das ist nicht die Meinung. Die Meinung ist heil sehen. Und das ist das, was ich mache. Ich sehe meine Klientin, ich sehe meine Welt, ich sehe meine Liebsten, ich sehe mich heil. Und alles, was dem entgegensteht, alles, was mich blockiert, alles, was mir sagt, das geht nicht, alles, was mir sagt, du musst noch oder du bist nicht gut genug, das wird eliminiert. Das ist gelogen, das ist keine Wahrheit. Und so komme ich zum Heilsehen, ja?
Und das ist, hat nichts mit Karten oder sonst irgendetwas zu tun, sondern nur mit dir selber. Deine Wahrheit, wenn die heil ist, dann siehst du heil und dann heilst du und dann bist du eine Heilerin. Dazu. Und jede, die mir hier zuhört, das weiß ich, hat nichts, keinen größeren Wunsch als die Welt und die Menschen darin und die Tiere und alles, was in unserer Welt, in unserem Universum ist, heil zu sehen. Aber das fängt eben bei dir an. Und wenn du Unheil siehst, wenn du Unheil säst, dann kommt Unheil. Und es braucht ein bisschen Power, Kraft, Schmackes und Überheblichkeit, um aus diesem Sumpf, ja, halt sehen, aus diesem Sumpf herauszustehen. Und viele haben sich schon eigentlich erhaben, erhoben. Ich habe da letzt wieder ein Coaching gehabt mit einem Mann, habe ich wirklich nicht oft. Der hat sich sein ganzes Leben lang erhoben, er ist über 60, hat sich sein ganzes Leben lang erhoben über gesellschaftliche Normen. Und gleichzeitig hat er immer den Rückschluss gezogen, dass irgendetwas an ihm falsch ist. Und er hat sich falsch gemacht deswegen. Hat es nie erlaubt, sich nie erlaubt, es zu genießen, hat es nie erlaubt zu feiern, dass er durch seine Erhabenheit sich ein grandioses Leben außerhalb gesellschaftlicher Normen und Konventionen erschaffen hat und hat sich immer falsch gemacht. Hat Ängste bekommen deswegen, weil er so falsch ist. Wachte morgens auf mit einem Ängstgefühl, mit einem Engegefühl in seinem Körper, weil er sich so dafür falsch gemacht hat, dass er sich über die ganzen gesellschaftlichen Konventionen erhaben hat, erhoben hat und erhaben ist, aber er war innerlich nicht erhaben, er stand da nicht drüber und er hat nichts daraus gemacht, weil er die Erlaubnis sich nicht geben konnte, weil er den Mechanismus nicht verstanden hat, was er intuitiv gemacht hat, dass er sich aus diesen gesellschaftlichen Zwängen und Konventionen erhoben hat und hat sich aber da oben verloren, weil er meinte, er ist falsch, weil er meinte, er ist einsam. Weil er meinte, das ist nicht richtig und das Außen und sein Umfeld hat das ihm natürlich gespiegelt und hat ihm gesagt, wieso hast du keine Familie, wieso bist du nicht verheiratet, wieso hast du keine Kinder. Daraus hat er dann wieder den Rückschluss gezogen, dass er eben nicht gut genug ist, nicht liebenswert genug ist und falsch ist. Und als wir im Zuge unseres Coachings diese ganze Sache mal auf den Tisch gelegt haben und er erkennen konnte, wie großartig er das eigentlich schon und integer er sein Leben schon gestaltet hat. Nur die Rückschlüsse, die er gezogen hat, die waren so gegen ihn gerichtet, dass er all das, was er sich an Freiheit und an Heilheit, an Ganzheit und Komplettheit kreiert hat, so schlecht und so madig gemacht hat. Und ich sage euch, das machen die meisten, die es nicht durchschauen. Die meisten haben so ein großartiges Lebenswerk schon hinter sich, aber sie betrachten es aus der Perspektive eines Versagers, einer nicht gut genugen Person und machen sich dann schlecht dafür und hinterher leben sie schlecht. Eben krank, übergewichtig, unglücklich, einsam, eingeschränkt, etc. Leute, das ist sowas von nicht notwendig. Nur müsst bereit sein, alles auf den Tisch zu legen, die ganze Auslegeordnung neu zu machen, eures Lebens, alle Konventionen, alles das in eine Tonne zu schmeißen, was euch wirklich diese Freiheit und diese Schöpferkraft nimmt. Und das ist der große, große Schritt. Und dazu brauchst du die Prinzipien, sonst traust du dich nicht. Sonst traust du dich nicht, Altes loszulassen, weil du denkst, das Neue ist irgendwie so unbekannt. Aber das Neue, was du kreierst, das ist dir absolut bekannt.
weil es ist dein Wunsch. Und wenn du bei deinem Wunsch bleibst und bei deinen Ansichten, wer du bist in diesem Wunsch, in diesem erlebten Wunsch, wer die anderen für dich sind in deinem erlebten Wunsch, wer die Welt für dich ist in deinem erlebten Wunsch, dann bist du da, wo du hin willst. Und du sollst nicht dahin kommen, wo ich bin, sondern du sollst dahin kommen, wo du hin willst. Du sollst erstmal rausfinden, wo du hin willst für dich. Und das kannst du eben erst rausfinden, wenn du erkennst, dass tatsächlich jeder Wunsch ein Befehl für dich ist, dass du dafür gedacht bist, deinen Wünschen entsprechend zu leben und nicht anderen zuzuschauen, wie sie ihren Wünschen entsprechend leben. Das sind Inspirationen, was du im Außen siehst. Und je nachdem, wie du dich dabei fühlst, hast du eine Information aus dem Außen. Und ich sage dir, diese Information bedeutet einfach nur, ich fühle mich gut. Ja, das kann ich auch haben, das will ich auch haben, das habe ich auch, das lebe ich, das erlebe ich. Oder du siehst was im Außen und du fühlst dich schlecht. Und dann musst du halt herausfinden, warum du dich schlecht fühlst, weil du fühlst dich nur schlecht, weil du da eine schlechte, unangenehme Bedeutung, einen unangenehmen Rückschluss für dich dran heftest. Ja, ihr Lieben, ich kann euch einfach immer nur wieder ans Herz legen, macht Nägel mit Köpfen. Und auch wenn du sagst, ja, jetzt gibt's ja nur das Businessprogramm. Das ist nicht nur das Businessprogramm, sondern das ist dein Lebenskonzeptprogramm mit Fokus auf deine Angelegenheit, mit Fokus darauf, was dich wirklich glücklich macht, was dich wirklich antreibt, was dein wirklicher Herzenswunsch ist und mit Fokus darauf, dass genau dieser Herzenswunsch dir diese finanzielle Freiheit und Fülle bringt, wenn du ihn lässt, wenn du diesen Wunsch lässt, wenn du diesen Wunsch die Erlaubnis gibst, dich zu unterhalten, deinen Lebensunterhalt und deine Lebensfülle für dich zu verkörpern, zu kreieren. Es liegt wirklich nur an dir und auch wenn du sagst, ich habe nichts am Hut mit eigenem Business, komm ins Businessprogramm, lerne die, werde Master of Divine Healing, mach dein eigenes Ding, auch wenn es nur nebenberuflich ist. Aber gib dir Erlaubnis, dein Ding zu machen. Gib dir Erlaubnis, dein Ding rauszufinden. Gib dir Erlaubnis, die zu sein, die ihr Ding macht. Und dein Ding entwickelt sich permanent. Dein Ding bist du. Du bist permanent in Entwicklung. Du bist permanent in Wachstum. Du bist permanent in Transformation. Du bist permanent in Ausdehnung. Das wäre ja genauso, wenn wir uns nicht entwickeln würden. Ich zeige es dir hier nochmal. Hier siehst du es ganz klar. Ich habe hier ein tolles Hotel ausgesucht, genau im Business Bay Baustellen Area. Aber hier siehst du Be Entwicklung. Das ganze Leben ist voll Entwicklung. Und genau so entwickeln wir uns stetig. Und trotzdem ist es dein Ding, wie du dich entwickelst, wohin du dich entwickelst. Das ist immer dein Ding. Du bleibst immer die, die du bist, aber meistens weißt du es gar nicht, weil man es dir ausgetrieben hat. Meistens weißt du gar nicht, wofür du stehst. Meistens weißt du gar nicht, was dein Ding ist. Und auch das habe ich jetzt so deutlich gesehen in der Mastermind. Das Ding, was jede glaubte, was ihr Ding ist, ist nur zum kleinen Teil ihr Ding gewesen. Nachdem alle Einschränkungen und Beschränkungen und Ängste weg waren, kam da ein anderes Ding raus. Dieses Authentische, dieses, was ich wirklich bin. Und ich kann es dir nur sagen aus meiner eigenen Ansicht. Wir sind alles schon perfekt. Es ist alles schon so, so gut. Aber wir können es nicht sehen. Das ist damit gemeint, mit hinter dem Vorhang schauen. Und das ist damit gemeint, wenn ich sage, hüpf aus deinem Human Design in dein Divine Design. Aber du kannst nur in ein Divine Design hüpfen,
wenn es für dich genauso sicher und für dich genau so viel Wahrheit und Klarheit beinhaltet wie dein Human Design, das du so über so viele Jahre hinweg gelernt hast. Und das hinter sich zu lassen, das kannst du halt nur, wenn du die Prinzipien der Schöpfung, die Prinzipien des Menschsein oder des Gott als Menschsein verstanden hast. Es steht überall. Du bist als Spirit oder als Seele in einem menschlichen Körper geboren. Jeder schreibt und keiner weiß, was es bedeutet. Jeder redet irgendwie Hokus Pokus und lässt die Menschen irgendwo auf der Suche verharren. Und das hat mich so genervt, bis ich verstanden habe, was es wirklich für mich heißt. Immer wieder die Frage habe ich gestellt: Was soll ich tun? Wie geht's? Wie kann ich es umsetzen? Wie ist es zu machen? Was ist zu denken? Was ist zu sein? Und all diese Antworten habe ich für dich zusammengesammelt. Ich kann dir jede Frage beantworten, die du hast. Jedes Warum. Für jedes Warum habe ich dir eine Antwort. Weil es für jedes Warum eine Antwort braucht, weil sonst mein Verstand nicht nachhaltig, anhaltend, ständig in meinem neuen Divine Design bleibt. Wenn der nicht weiß, warum er nicht Human Design weiter sein soll, wenn mein Verstand nicht weiß, warum er nicht Human Design weiterdenken soll, dann bleibt er dort. Das ist doch wie im wahren Leben, wenn ich kein gutes Argument für dich habe, dass du etwas anders tun sollst, das dich wirklich überzeugt, dann bleibst du beim Alten. Brauchst wirklich ein gutes Argument. Eine gute Motivation, wie so viele sagen. Und dies ist für jeden anders. Für den einen ist ein Ferrari eine geile Motivation, für den anderen eine Traumbeziehung eine geile Motivation, für den nächsten ein volles Bankkonto eine geile Motivation, für den übernächsten ist ein gesunder Körper eine geile Motivation. Diese geile Motivation, das ist deine, aber ich kann dir nur sagen, tue einfach den ersten Schritt und geh in dein Divine Design. Und dann wirst du sehen, dass du ganz viel andere Motivationen eigentlich noch hast von Wünschen, die du gerne hättest, von denen du dir nicht mal was vorstellen kannst. Es ist alles, alles da schon. Leute, ich kann es euch nur sagen, macht's euch irgendwie möglich, aus eurem Human Design rauszukommen und draußen zu bleiben, eine neue Welt zu kreieren, ein neues Leben für dich zu kreieren. Hör auf zuzuschauen. Du kannst da nichts lernen von anderen. Du kannst Prinzipien lernen und sie für dich auf deine Art und Weise umsetzen. Nochmal, du kannst nichts von anderen lernen, indem du sie beobachtest, weil du bist immer die, die beobachtet. Du bist immer die, die Rückschlüsse zieht. Du bist immer die, die eine Meinung hat. Und solange du dich nicht veränderst, wird sich nichts in deinem Leben verändern. Punkt. Hör auf zu beobachten. Hör auf zu konsumieren. Hör auf, Rückschlüsse zu ziehen. Hör auf, dir Fragen zu stellen, wie haben es die anderen gemacht? Und stell dir diese Frage, wie mach's ich? Was ist mein Ding? Wofür stehe ich? Was steht mir im Weg? Wie kann ich es auflösen? Da kommst du manchmal in eine Sackgasse. Und wenn du lange genug in dieser Sackgasse warst, dann kommst du vielleicht zu mir. Aber es ist deine Wahl. Es kann echt schnell gehen. Oder du wartest halt noch. Ich bin nicht die, die drunter leidet. Ich bin nicht die. Ich habe es jetzt schon gemacht. Gott sei Dank. Ich bin mir so dankbar, dass ich so ein Dickschädel bin, der niemals aufgegeben hat, der sich niemals mit der Idee abgefunden hat. So ist es halt für mich. Da muss ich halt jetzt damit leben. Nein, muss ich nicht. Keiner muss.
Wir können alles haben. Wir sind alle da, um von unserem verdammten Human Design auszusteigen und ins Divine Design einzusteigen. Gerade drehen alle noch eine Ehrenrunde, weil sie ihr Human Design verstehen wollen. Aber selbst dann hast du nichts gewonnen. Dann hast du dein Human Design verstanden. Aber du willst doch das Divine Design verstehen. Du willst doch aus der höchsten, schnellsten, wahrhaftigsten Ebene ein Leben heilen und kreieren und umsetzen. Da brauchst du doch nicht die Logik deines Human Designs verstehen. Das willst du doch nicht. Du willst doch was anderes. Du willst doch mehr. Und deswegen sind meine Teachings nicht für viele, weil viele sind halt da, wo viele sind. Aber ich will, dass du nicht da bist, wo viele sind. Ich will, dass du dort bist, wo du bist und wo du ein Zeichen setzt, wo du für dich das Geiste möglich machst, du das geiste Leben erlebst. Das ist nicht da, wo alle sind. Du bist immer nur an einem Ort und zwar dort, wo du bist. Und du nimmst dich mit, wo auch immer. Ich bin hier in Dubai. Ich bin hier. Und deswegen ist es mir so egal, wer hier sonst noch ist. Weil mein Sein, meine Energie macht meine Erlebnisse, macht meinen Tag. Und ihr habt vielleicht gesehen die anderen Videos. Wer war denn da immer der einzige gemeinsame Nenner? Ich. Wer hat sich schön gemacht? Ich. Wer hat tolle Leute kennengelernt? Ich. Es bin immer ich für mich in meinem Leben. Und in deinem Leben bist es immer du. Aber du schaust immer noch auf die anderen. Weil du nicht weißt, was da alles Geiles in dir ist und wer du in Wahrheit bist. Ich liebe diese Arbeit und ich liebe die Ergebnisse. Ich liebe die Zauber, ich liebe die Wunder und ich liebe es, jetzt mit dem Businessprogramm anzufangen. Ich glaube, der 24.07. Sonntag, 20 Uhr geht's los. Und selbst wenn du irgendeinen geilen Preis Punkt, den ich auf der Reise hier zum Anfang dieses Businessprogramms hatte, verpasst hast, dann ist es immer noch möglich und immer noch gut, zu dem jetzigen Preis einzusteigen. Und auch hier hast du noch die Möglichkeit, in Raten zu bezahlen. Und du wirst es sowas von zurückbekommen. Es ist lächerlich, was es kostet. Wenn ich sehe, was andere bezahlen, um ein besseres Leben zu haben. Was sind dann 11.300 Euro? Das ist nichts. Nichts. Aber ich hatte es ja nicht. Ja, ich habe auch nie was gehabt. Ich hatte auch nie Geld. Ich bin damals nach St. Moritz im November mit Sommerreifen gefahren, weil ich kein Geld für Winterreifen hatte. Aber ich bin dahin gefahren. Ich hatte nie Geld, Leute, niemals. Und ich habe alles gemacht. Nur das Problem war, ich habe es nie genossen. Aber ich will, dass du die Reise genießt. Ich weiß, ich will, dass du weißt, wo sie dich hinführt, weil du das bestimmst. Und ich zeige dir, wie du das bestimmst. Du machst dir ein geiles Leben. Du kreierst dir Fülle. Du kreierst dir Freude. Du kreierst dir Liebesbeziehungen. Du kreierst dir Erfahrungen. Du setzt dein Leben zusammen wie ein Puzzlestück. Du übernimmst nichts mehr von außen. Du übernimmst nichts mehr von anderen Menschen. Du weißt ganz genau, dass du das nicht musst und dass es nichts bedeutet. Es bedeutet nicht, dass dich irgendjemand nicht mehr liebt, wenn du plötzlich erfolgreich bist, abenteuerlustig, freudig, ausgelassen. Du kannst sein, wie du willst und wirst so geliebt. Aber nur, wenn du es selber liebst zuerst, wenn du dein verdammtes Leben liebst. Ohne Wenn und Aber. Wenn du jeden Morgen aufstehst, nicht weil du ein geiles Business hast, nicht weil du ein geiles Bankkonto hast, nicht weil du eine tolle Liebesbeziehung hast, sondern weil du jeden Morgen aufstehst und sagst, ich bin so eine geile Socke, ich kreiere mir so ein geiles Leben, ich finde mich so richtig klasse. Bring it on. Deswegen.
Deswegen. Nicht wegen irgendetwas anderem, sondern du lebst, weil du dich toll findest. Und du findest dich toll, weil du weißt, wer du bist, weil du weißt, wie das Leben entsteht, weil du weißt, dass alles außen ist, weil du weißt, was all diese Menschen im Außen sind, weil du das einfach so tief weißt und weil du in dieser Sicherheit in dir ruhst. Und wie viele Leute stehen morgens auf und haben Angst, ein Gefühl der Angst? Ich, number one, größter Teil meines Lebens, nachts aufgewacht, Angst verspürt. Und ich wusste nicht, warum. Dann habe ich mir überlegt, was ist denn los, was ist denn los, was ist denn los? Irgendwann mal kam ich auf die Idee, ja, das mit dem Geld ist sicher problematisch. Das mit unseren Finanzen ist sicher problematisch. Da wird es sicher ein Problem geben. Diesen Gedanken hatte ich immer. Und das hat mir mein Leben versaut. Das hat mir Reisen versaut. Das hat mir Beziehungen versaut. Das hat mir alles versaut. Und nicht, weil es hier um Geld ging, sondern weil es hier darum geht, weil ich keine Ahnung hatte, wie das Leben funktioniert. Deswegen habe ich Angst gehabt. Deswegen habe ich Angst gehabt, weil ich nicht wusste, wie ich das Leben managen soll, das sich ja im Außen über mich erstülpt, über mich drüber gestülpt wird. Und andere Leute sind noch die Erfüllungsgehilfen, die mir Sachen übergestülpt haben. Aus diesem Grund habe ich ja ewig auch kein Coaching für mich gefunden. Weil die meisten Menschen so konditioniert sind, selbst in ihrer allerliebsten Art und Weise, ihr eigenes dem anderen überzustülpen. Weil sie es nicht weil sie es böse meinen, sondern weil sie meinen, das ist so. Das macht man so. Man findet was Tolles raus. Man findet irgendwie eine Meditation raus. Man findet irgendeine Denkweise, einen Ansatz raus und stülpt es einfach mal anderen über. Und dann kriege ich es übergestülpt und kann es nicht handeln, weil es nicht meins ist. Und das ist das, was ich selber nicht vertragen kann. Deswegen gebe ich dir ein leeres Prinzip, ein göttliches Prinzip und du machst deins draus. Deins. Und deins muss nicht meins sein, aber deins entspricht dem Prinzip und deswegen funktioniert es. Und weil du aus diesem göttlichen Prinzip dein eigenes Prinzip gemacht hast, dein individuelles Prinzip, nach dem wir alle streben, deswegen wollen wir alle was Besonderes sein, aber wir können nur das Besondere im göttlichen Prinzip sein, im Divine Design. Und dann machst du deins draus. Dann ist es deins allein, das, was du dir schon immer gewünscht hast. Nichts kopiert, nichts abgeschrieben, nichts übernommen, sondern einfach das göttliche Prinzip wirklich verkörpert. Und dann bist du okay damit. Weil es deins ist, weil es nicht übergestülpt ist, weil es die absolute pure Wahrhaftigkeit ist, die einfach stimmt, weil so sind wir, so ist das Leben. Und dann bist du gut damit. Und da habe ich dir nichts in die Schuhe geschoben. Und du schiebst auch keinem anderen mehr was in die Schuhe, sondern du projizierst Göttlichkeit. Ist doch geil. Ist doch echt geil. Das ist doch Freiheit. Das ist doch das, was du dir schon immer gewünscht hast. Und wenn es das ist, dann tritt ein. Du brauchst mich nicht dazu. Sag ich überhaupt nicht. Aber ich kann ein Türöffner sein für deinen Verstand. Ich kann dir die Sicherheit und die Führung geben, die dein Verstand braucht, bis er wirklich in seinem Divine Design angekommen ist. Right? Also, ihr lieben Schatzis, ich habe euch wirklich so, so lieb, weil ihr seid fantastisch, ihr seid perfekt, ihr seid meine Outpushes. Ihr seid alle Versionen von mir, die es überhaupt geben kann, ein Teil davon. Und euch habe ich lieb. Ich war in jeder Version von euch war ich schon. Und es gibt noch ganz viele Versionen, wo ich mir noch nicht mal bewusst bin. Und das ist doch geil. Es lebt sich doch richtig gut so zusammen. So, jetzt werde ich hier meinen letzten Tag in Dubai noch genießen. Ich hoffe, ich konnte euch ein Beitrag sein. Ihr müsst aber umsetzen, ihr müsst machen, ihr müsst entscheiden. Also mit machen meine ich entscheiden. Entscheiden und durchziehen. Entscheiden und durchziehen. Das ist eigentlich machen. Und immer in die Richtung, in die ich gehen will. Das ist es.
wenn ich hilfreich sein kann dabei, wenn ich unterstützend sein kann. Ihr kennt meine Angebote im Moment. Es wird immer wieder was Neues geben, aber glaub mir, warum soll ich klein spielen, wenn ich riesig spielen kann? Ich bin dein Staud. Das ist auch deine Frage. Warum sollst du klein spielen, wenn du riesig spielen kannst? Ich kann ewig weiterreden. Ich rede so gerne für euch. Stellt mir eure Fragen unter das Video. Kontaktiert mich. Schreibt mir, wenn ihr euch doch noch entscheidet für euer Angelegenheitenprogramm. Ja, Business ist ja, it's my business, ist meine Angelegenheit. Wenn du wirklich deine Angelegenheit endlich leben willst, dann ist das Businessprogramm genau das Richtige für dich. Business heißt Angelegenheit. Also bis dann. Tschüssi!